Hallo, mein Name ist Stefan Mecke. Ich zeige euch jetzt, wie man eine Mayonnaise kurzerhand selber macht. Dazu brauchen wir ein Eigelb, Zimmertemperatur haben, müssen wir trennen in einen Becher, einen Spritzer Zitrone dazu, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, einen Esslöffel Senf, das ist Senf von Kual, das regional produziert, ein grober Kürbissenf. Man kann auch jeden anderen Senf nehmen dafür. Und auf ein Eigelb 150 Milliliter Rapsöl. Dann nehmen wir ganz schnell einen Pürierstab. Und ziehen uns in nicht mal 2 Minuten eine Mayonnaise hoch. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de